Und willkommen zurück bei der Festive Season in Overcooked. Ihr könnt euch schon denken, ich habe immer noch nicht geschafft, die Sterne in der Hauptkampagne nachzuholen. Solange wir hier aber noch ein bisschen Puffer haben und was zu zeigen haben, können wir hier weitermachen. Und was ist das bitte? WTF. Das Vorschaubild für dieses Level ist ja schon crazy. Haben wir jetzt quasi jede Zutat hier nun? Ja, wir haben keine festen Dings mehr, sondern wir haben... Oh mein Gott. Fleisch dreimal. Vieles. So, wirklich verstehe ich das aber noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das ist unglaublich weird. So, du kannst schon mal mit dem Mörn weitermachen. Und du mit einer Kartoffel. So, dann... geht auf den Ofen. Machen wir noch einen Topf. Irgendwo da hinten. Ja, super. Okay, legen wir das erstmal ab. Das ist ja so weird, dieses Level. Aber irgendwie hat das auch was. So. Dann nehmen wir hier nochmal so eine Dingens. Dann brauchen wir nochmal zwei Möhren. Schneid du schon mal. Das ist alles unglaublich weird. Wo ist denn das Spülbecken eigentlich? Nein. Komme ich hier auch zu irgendeinem Spülbecken? Nein, da komme ich zu einem Topf. Warum eher nicht? Okay, schieben wir dich einmal weg. So, das reinpacken. Da ist ein Spülbecken. Das einzige scheinbar. So, und abgeben. Ja, das ist mir definitiv zu aufwendig. Dann nehme ich definitiv hier... Stück Fleisch. Ja, komm, wenn wir gerade mal hier sind, nehmen wir direkt die Kartoffel. Und es fehlt noch eine Zwiebel. Dann können wir hier nämlich direkt das Dings nehmen. Drüber nehmen wieder. Rein da. Was hätten wir danach noch? Nochmal Zwiebel. So, und abgeben. Jetzt müssen wir dich wieder einmal kurz wegschieben. Spülen. So, rein da. Dann zwei Kartoffeln.
Natürlich haben wir keine Kartoffeln mehr. Warum auch? Mehr schaffen wir leider nicht. Aber hey, 80 Punkte sollte für einen Stern reichen. 10 Punkte hätten mir gefehlt zum nächsten Level. Ey, aber das Level hat Spaß gemacht. Gut. Fahren wir weiter zu Level 1-4. Okay. So wie das aussieht, dreht sich das Ding in der Mitte immer. Haben wir unterschiedliche Durchgänge. Ja, einer wird im unteren Bereich bleiben müssen, einer im oberen, würde ich einfach mal sagen. Was ist das in der Mitte? Wieder dieses. Jetzt haben wir hier wieder nur dieses ein Schneidebrett. Das ist auch schon wieder ganz toll. Okay, dreimal Fleisch. So, du gibst das rüber. Schneidest das. Dann werde ich auch schon mal rüber. Schneiden. Okay, na gut. In Ordnung. Das hier rein. Hier können wir auch schon wieder das nächste Fleisch holen. Kartoffeln auch. Das ist damit wieder erledigt. Das Ding verbrennt. Oh Gott, das wird ja noch lustig. Jetzt will er was ganz anderes haben. Are you kidding me? Schneidebrett. Nein, nein. Und 3 Zwiebeln brauchen wir hier dann. Und du kannst auch schon mal den nächsten Teller hier rübergeben.
kurz ab. Ja, du kannst schon mal Dings schneiden, genau. Du kannst nicht das Spiel drücken. Nur hier oben. Schneiden. Dann ist du hier mal ein Teller. Einen nehmen wir mit hier rüber. Jetzt brauchen wir noch eine Zwiebel. Brauchen wir danach noch Möhren und Zwiebeln. Nimm. Na komm, dann werde ich schon mal hier rein. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ja, das war es dann auch damit. Hiermit. Haben wir nochmal sowas? Nein, natürlich nicht. Wobei doch, theoretisch schon. Ja, wir müssen jetzt einmal warten, bis das wieder dreht. Ja, das lassen wir jetzt einfach brennen, ganz ehrlich. Wir lassen es einfach brennen. So. Kartoffel. Ah ja, perfekt. Ja. Hat für einen Stern gereicht. Immerhin. Und nochmal einen neuen Sternekoch. Ein Schneemann. Ja gut. 4 Level haben wir noch. Wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Da ist die Festive Season auch schon durch. Mal gucken, ob es beim nächsten Mal hier weitergeht oder dann doch wieder bei der Hauptkampagne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.